Leute, herzlich willkommen zurück zu Wirtwissing. Ich bin Felix, der Weise. Und 66% des Spiels haben wir immerhin schon durch. Langsam kommt das Ende in Sicht. Das internationale Derby wäre die nächste Meisterschaft, aber wir kümmern uns erstmal um die Missionen. Also Impuls, können wir es mal durchlesen. Beim Impuls müssten wir auf der Teststrecke 433 km/h fahren. Ich habe es schon mal versucht, das ist eigentlich kaum schaffbar. Navigation, hier müssen wir eine Wegpunktmission absolvieren, aber diesmal in der Stadt. Und hier müssen wir eine Ausdauerrennen fahren, mindestens Zweiter werden. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Navigation. Und nämlich dieses schöne Fahrzeug. Hier bloß eine andere Lackierung. So. Haben wir mal ein Knallgelb. So, ist auch die Frage, macht sich das jetzt hier in der Fahrerperspektive so gut? Okay, das können wir neu starten. Das war nix, sagt's mir nix, das war wohl nix. Das sah auch schon so unbeholfen aus. Ja, mit dem Fahrzeug muss ich dazu sagen, bin ich auch noch nie gefahren. Außer jetzt. Na, wo geht's denn hier hin? Okay, das war falsch. Und noch ein Versuch. Deswegen wollten die das auch wissen, wie gut man sich hier in der Stadt auskennt. Man muss halt wissen, wo die Straßen sind. Ah, hier, okay. Hier oder was? Nee. Na, das könnte schon wieder verfahren sein. Oder? Nee, es war absolut richtig. Bis auf die dumme, blöde Leitplanke. Okay, wir müssen es nochmal versuchen.
Also ganz schön kompliziert. Entschuldigung, aber das kotzt mich an. Dann hast du es richtig und da dreht sich das blöde Auto. Ja, ich habe das Spiel echt langsam über. Ich habe das Spiel wirklich langsam über. Jetzt irgendwie 50 Part 55 sind wir jetzt. So unfair, wie ich das hier vermute, sind die gar nicht mal so verteilt. Also so verteilt, dass man durchfahren kann und sich dann doch noch entscheiden kann. Ja, der war jetzt schon ein bisschen unfair, aber ich glaube, wir sind fast schon wieder da, wo wir angefangen haben. Die Mission hätte man mal zu Anfang angebraucht. Super. Okay, aber das können wir noch mal versuchen. Jetzt sind wir durchs falsche Tor gefahren. Da haben wir jetzt auch einen riesengroßen Umweg genommen. Boah, Leute, wie viel sind denn das? Noch 5 Stück sind es noch. Thank you.
Gott, ist das gemein! Alter, alter Leute! Da spielen sich auch wirklich über die Hälfte nur und im Hafen hier ab. Das ist ja auch schon wieder so ein Ding. Boah, und haben wir es geschafft wenigstens? Ja, 34 auf 28, 9! Ja! Oh Gott! Oh nee! Wenn wir zurücksetzen und hast du nicht gesehen, nachdem zuvor. So ist eben auch jetzt die Auswertung. Aber das ist egal, wir haben das geschafft. 4:30, eine Sekunde langsam hat man nicht sein dürfen. So, haben wir neue Fahrzeuge bekommen. Ja, einen... Ja, jetzt haben wir diesen dieses GT-Fahrzeug gekriegt. Wo haben wir den denn? Den hier haben wir jetzt bekommen. Oh, aber der hat ein gutes Handling. Da müssen wir uns mal vormerken. Gut, aber Missionen, tja, das weiß ich nicht. Und das Ausdauerrennen, wir probieren es mal. Mit dem im Testcenter. Mindestens zweiter hieß es ja. Okay, wir fahren, wie es aussieht, die lange Variante. Testcenter 10 war ja, glaube ich, eine lange, sehr, sehr lange Variante. Warte mal, das müssen wir nochmal neu starten. Ja, bin ich zu weit vom Weg abgekommen, tut mir leid. So 5 Runden. Mindestens zweiter müssen wir werden. Oh, ja, da schießt er hier vorbei wie nichts. Und jetzt schleicht er hier vorne. So eine Leute kann ich nicht ab, erst die beholen wie die Blöden und dann was soll man das lassen, wenn er macht dich doch einfach weg hier von. Lass mich doch einfach vorbei, lass mich einfach vorbei, da hast du deine Ruhe, nicht meine. Ja, jetzt beschleunigt der natürlich auch. So, 10 Uhr glaube ich hier lang, genau. Diese ganz, ganz lange Strecke. Könnt ihr euch noch erinnern, wo wir auch mit dem GT-Fahrzeug gefahren sind? So, und durch solche, das übliche Problem, was ich in letzter Zeit habe, dass ich durch unnötige Fahrfehler einfach das Rennen spannender mache, als es überhaupt spannender sein, als es überhaupt sein muss. Wir hatten ja schon einen kleinen schönen Vorsprung. Und jetzt kommt der hier wieder von hinten an mich, das soll mich in Ruhe lassen. Komm aus dem Gras raus und komm in die Gänge, Mensch! Liebes Auto, das ist da. Kommen die Emotionen hoch, meine lieben Freunde. Genau dasselbe wie mit dem GT, nur dass wir halt jetzt ein anderes Auto fahren und eine Runde weniger. Thank you.
So, ist immer gut durchgekommen durch diese Schlussschikane. Das ist ganz schön, auch wieder so, man muss mit dem Auto, braucht man schon ganz schön Konzentration. So, jetzt haben wir schon mal ordentlich Vorsprung, aber ihr wisst, meine Fehlerquote, die ist gestiegen beim Fahren mit den letzten Parts. Durch solche Sachen steigt das eben genau, durch solche Dinge einfach viel zu spät gebremst und dann hat sich das nur blockiert mit der Lenkung. So, und da kommt der zweite, oder? Ja, da kommt, glaube ich, der zweite angeschossen, zweite und dritte, weil ich einfach zu. Naja, ich weiß nicht, oder mein Controller ist unnötig dran, oder es ist nicht mein Controller, meine Hände. Meine Hände tun halt schon weh von dem Spiel. Ich habe das seit 4 oder 5 Stunden gespielt und aufgenommen. Ja, war abgekürzt.
Ja, es ist ja bei dem Pfeil manchmal so. Manchmal kannst du das bei dem roten Pfeil. Manchmal kannst du da ein Stück noch fahren und dann erst bremsen, und manchmal musst du sofort bremsen. Hier gerade völlig aus dem Takt zu kommen. Warum? Warum? Oh Mann, die Runde war jetzt hier gerade alles andere außer perfekt. Also zwei Runden, zwei lange, lange Runden. Und der Part ist schon wieder überschritten bis zum geht nicht mehr die Zeit. Eieieiei. Ist ja doof, wenn man die mit den Längen, die man sich vorgenommen hat, da nicht hinkommt. Leute, es ist eine absolute Konzentrationsfrage mit so einem Fahrzeug, wenn man sich das jetzt hier noch so vorstellt, das auf Simulationsgrad zu fahren. Das war abgekürzt, zeigt aber komischerweise nicht an. Wir gehen in die letzte Runde. Kein Dreher. Mann, komm auch raus da! Das gibt's doch nicht! Ah, genug Vorsprung haben wir noch.
Wir wollten mal so gerne eine perfekte Runde hinlegen, aber ich muss den Part, glaube ich, dann doch teilen. Das ist fast eine halbe Stunde. Der war mal gut genommen. Diese ganze Kombination da. Ja, das war wirklich abgekürzt an der Stelle. So, das haben wir jetzt auch deutlich besser genommen. Jo, und damit beenden wir diese Runde und den Part werden wir auch gleich beenden und mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was rausschneiden kann. Boah, aber geschafft. Geschafft. Oh Gott, viel zu lang geworden. Viel zu lang. Gewöhnt euch bitte nicht an die Partlänge, das ist eine Ausnahme. 14 Sekunden Vorsprung, wo wir viele, viele Fahrfehler auch drin hatten. So, Rennplanung. Und da haben wir eine neue Mission bekommen. CLK am Limit. Was ist das denn für eine? Ach so, das schau, wisst ihr was? Das schauen wir uns im nächsten Part an. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Und Entschuldigung, dass der Part länger geworden ist. Bis dahin, haut rein. Euer Felix der Weise.